So, guten Morgen, ihr Lieben. Ich möchte euch heute mal zu meiner täglichen Beauty-Routine mitnehmen. Die Produkte, die ich jeden Morgen im Moment benutze. Und alles bei uns startet ja mit unserem Tonic Water. Ich sehe es jetzt auch gerade ein bisschen gerötet, denn ich habe schon heute Morgen, also ich habe schon mal gereinigt heute Morgen und ich habe auch eine Maske heute Morgen schon drauf gehabt. Deswegen ist meine Haut schon am Arbeiten. Aber nichtsdestotrotz nehme ich euch jetzt zu meiner normalen Routine noch mit. Genau, und bei uns startet alles mit unserem Tonic Water. Dieses Tonic Water reinigt wirklich bis in die Unterhaut und bewirkt dadurch auch, dass unsere Produkte so tief unten wirken können und dadurch diese Effekte auch zustande kommen. Also an diesem Tonic solltet ihr nie sparen. Es ist auch einfach, es riecht toll, es fühlt sich toll auf der Haut an. Ich habe das ganz oft bei Kunden, die das erste Mal benutzen. Also es hat wirklich einen ganz angenehmen Geruch und die dann auch sagen, boah, das Tonic ist aber toll. Also mit diesem reinigt ihr euch einfach mit so einem Wattepad das Gesicht ab. Ich gehe jetzt nicht ganz über die Augen, da ich auch schon ein bisschen Wimperntusche drauf habe. Muss ich dann natürlich so hingucken. Ihr könnt damit aber wirklich über die Augenlider und über alles drüber gehen und richtig gründlich reinigen. Auch danach kann das Gesicht ein bisschen gerötet sein. Das hatte ich auch schon öfter. So. Noch schön hier auch den Hals und alles. So, und obwohl ich schon, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, gereinigt habt, ist da schon wieder was rausgekommen, ne? Also das ist wirklich mega. Das hat so eine Tiefenwirkung und ihr fühlt euch richtig sauber danach. Also das ist wirklich top. Vor jeder dem Produkt bei uns eigentlich sollte dieses Tonic Water angewendet werden. Dann danach kommt mein absolutes Lieblingsprodukt, unser Silver Firming Serum. Das ist jetzt schon fast leer, aber Nachschub ist schon da. Und zwar ist dieses Produkt hier, also ihr, nach dem Reinigen kommt immer direkt das Serum, ne? Dann erst zum Schluss die Tagespflege. Ihr macht euch einfach so ein bisschen auf den Finger. Das hat auch wirklich eine schöne Farbe, das kommt aber jetzt hier nicht so raus. Und dann einfach schön. Ihr braucht eigentlich nicht viel. Ich liebe das aber und ich nehme da auch wirklich nicht wenig. Ich spare da nicht dran. Ihr könnt auch genau über die Augenlider und alles drüber. Die sind auch für die Schlupflider. Sehr gut die Produkte, das hat bei mir auch sehr gut geholfen. Einfach so ein bisschen verteilen im Gesicht. Und ich sage ja, ich spare nicht, weil ich diese Produkte einfach auch weiß, dass wenn man sie viel benutzt, dass das auch wirklich viel kann. So, das war jetzt unser Silver Firming Serum. Und dann braucht man natürlich was für die Augen. Und das ist unser Serum for Eyes. Das ist auch eins meiner Lieblingsprodukte. Das in Kombi mit dem Silver Firming Serum habt ihr wirklich, dass die Augen geöffnet werden, dass die Schlupflider verschwinden können. Und genau, hier braucht ihr eigentlich auch nur ein Tröpfchen. Ich mache es mal ein bisschen höher. Gar nicht viel, könnt ihr auch nur so ein bisschen rausnehmen. Jetzt habe ich schon wieder fast zu viel. Und dann macht ihr das gerade hier unten ein bisschen drauf. Ihr könnt es verreiben, ihr könnt es natürlich auch ein bisschen einklopfen. Gar nicht so einfach jetzt hier am Handy. Mein erstes Mal vorm Handy. Und dann könnt ihr das wirklich gerade so ein bisschen, muss gar nicht doll eingeklopft werden. Ihr könnt es auch zur Not verreiben, aber es ist, ihr merkt es sofort, sobald ihr das drauf habt, habt ihr so ein frisches Gefühl um die Augen. Bis zu so einer 1,5 Stunden wird es brauchen, bis die komplette Wirkung eintritt. Aber ihr werdet merken, dass auch die kleineren Augenfältchen schon verschwinden werden. Und einfach wirklich das Auge größer wird. Und wir haben so viele Kunden und auch bei mir selber eben hat es die Schlupflider angehoben, dass man da einfach gar nicht weiter agieren musste. So, und wenn das dann alles ein bisschen eingezogen ist, habe ich jetzt mein Lieblingsprodukt im Moment wieder, unseren Filler for Face. Mit diesen Produkten habe ich auch damals gestartet, vor fast 5 Jahren. Und ich bin auch der Meinung, dass diese Produkte dafür, ja, dass die das halt ausgemacht haben, dass meine Haut so, so viel besser geworden ist. Ich hatte eine ganz starke Aknehaut mit ganz tiefen Narben und allem und habe natürlich das nicht komplett wegbekommen, aber eine deutliche Verbesserung. So, sieht die Flasche aus und hier sind pflanzliche Stammzellen drin, Edelweißextrakt und das füllt wirklich eure Fältchen auf. Das
In Kombi mit dem Silver Firming Serum bringt euch das Elastizität und Kollagen, also wird die hauteigene Bildung wieder angeregt. Bei dem Produkt ist wichtig, dass ihr das nicht um die Augen rum auftragt, weil das füllt ja auf. Ihr könnt es gerne hier auf die Fältchen machen. Aber ich würde die Augenpartie auslassen, weil sonst da wirklich Augenringe entstehen können. So, ihr kriegt da viel schönere Poren von. Ich habe ja auch immer ganz riesengroße gehabt. Das ist eine deutliche Verbesserung. So, das war auch schon meine morgendliche Pflege, die ich dann natürlich abends wiederhole. Ich kombiniere natürlich manche Produkte auch, weil ich ja viele zu Hause habe. Und wenn das jetzt alles schön eingezogen ist, dann mache ich mir noch einfach unseren Abdeckstift drauf. Den könnt ihr nämlich ganz toll mit dem Pinselchen verblenden. Dann habt ihr ein ganz leichtes Tages-Make-up. So, das ist meine tägliche Empfehlung für euch. Bis dann.